Seit 2012 ist der Himmelswegelauf ein fester Bestandteil an der Saale- und Unstrut-Region. Und der Himmelswegelauf erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das kann man zum Abschluss bei dessen 6. Auflage am 17. Juni 2017 sagen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Veranstalter Run e.V. mit fast 1500 Aktiven einen überzeugenden neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Das waren im Vergleich zu 2016 fast 30% mehr Sportfreunde, die an diesem Samstag auf den Himmelswegen das Geschehen rund um die Arche Nebra bestimmten. Gestartet wurde am Sonnenobservatorium Goseck um 9 Uhr zum Marathon. Die Läufer legten dabei eine Strecke von rund 42 Kilometern bis zur Arche zurück. Und die Radfahrer bereiteten sich nach dem Anpfiff der Läufer auf ihre Route vor, dass nicht auf der Strecke das ein oder andere Malheur passiert. Und die über 100 Teilnehmer an der Radtour werden wohl noch lange begeistert von ihrer persönlichen Begegnung mit der Sportlegende Tefe Schur sein. Aber auch so hatte der Himmelswegelauf für die Sportfans was zu bieten. Denn auch der Doppel-Olympiasieger im Marathon Waldemar Schepinski, der den Lauf 2012 ins Leben rief, nahm sich für die Sportler viel Zeit. In diesem Jahr fand der Lauf unter dem Motto Wettlauf zu den Sternen statt und dabei wandelten die Aktiven auf den Spuren unserer Vorfahren auf mehr als 7000 Jahre alten Wegen. Man kann also sagen, auch in diesem Jahr war die 6. Auflage des Himmelswegelaufs wieder ein Erfolg. So kann man sich jetzt schon auf 2018 und damit die 7. Auflage freuen.